Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Psychonauts und wir befinden uns im Hirn von, sowas wie Napoleon. In der Waterloo-Welt sind wir gerade und mal gucken, ob wir hier weiterkommen, wie wir weiterkommen wollen. Ja. Oh. Ah, ich verstehe schon. Moment. Wo ist er denn? Da ist er. War mir sowas von klar. Ha! Nimm das, du Zensor. Oh, da hinten ist noch ein bisschen dicker. Oh! Ich seh nix. Na. Hier braucht's einen Sporttaschenanhänger. Den müssen wir noch holen. Okay, da drüben müssen wir wieder uns tarnen. Scheiße. Den hätten wir. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht. Oh. Aua. Nein. Achso, wir brauchen Feuer. Wir brauchen Feuer. Glaube ich. Na? Oder auch nicht. Renne! Jawohl! Und jetzt tut Kiste. Na, komm her! Fred gegen Crispin. Ich verstehe. Der Crispin war derjenige, der Fred dazu führte. Ah, dass er überhaupt bekloppt wurde. Der war vorher hier Wärter in dem ganzen Ding. Interessant. Und runter mit uns. Hallo. Okay, Sie können jetzt rauskommen. Der Dieb ist weg. Wow. Für einen Bauchredner bist du ziemlich stark. Na schön, ich komme. So, jetzt haben wir die nächste Spielfigur. Zeig mir, wo das Holz ist, mit dem ich arbeiten soll. Und ich lege los. Wie gesagt, wenn ich jetzt wüsste, wie man sich groß macht, wäre ja einiges wirklich einfacher. Aber ich weiß es eben nicht. Wie macht man sich groß? Gibt's hier irgendwas? Nee. Okay, hier haben wir nicht mehr außer die Sachen. Oder warte mal, kann uns vielleicht Dings sagen, wie wir das hinkriegen? Köstlich. Ein Rad. Agent Crawler, haben Sie ein Rad zur derzeitigen Lage parat? Ich würde ja Telekinese einsetzen, um die Spielfiguren zu bewegen. Okay. Sonst gibt es nichts weiter zu berichten. Crawler, Ende! Das war, glaube ich, eine deutliche Ansage. Telekinese.
Nein, das falsche Taste. So. Telekinese. So, wo ist die Figur? Damase. Ah, ja, und dazu müssen wir uns trotzdem groß machen. Wie können wir uns denn groß machen? Und was bist du denn hier für einer? Warte mal. Ah! Okay, okay. Ich weiß, wie wir uns groß machen. So, wir haben jetzt ihn hier. Er braucht Holz, richtig? Er braucht Holz. Braucht er fertiges Holz oder einfach nur Holz? Dann bewegen wir ihn mal. Geht das so? Nee, das geht nicht. Aber... Ach so, da muss er hin. Ach herrje, wer hat meine schöne Brücke kaputt gemacht? Ja. Keine Angst, Süße. Gleich bist du wieder so gut wie neu. Ist ja süß. Mann, ich bin gut. Ist das süß. Ist wirklich süß. So, und er soll Kanonenfutter darstellen, ne? Halt, wartet mal. Bevorher nehmen wir uns hier diesen Taschenanhänger. So. Stirb! Oh, ich bring dich um! Oh. Sacre bleu, ich kann es kaum glauben, Fred. Du hast aus Versehen etwas richtig gemacht. Hab ich das? Ja, aber ich fürchte, das wird nicht reichen. Schickt mehr Soldaten! Oh, oh. Mon Dieu, ich esse Brücken! Ah! Oh, oh. Das ist die Rache für meinen Vater. Brücke! Hey, lass meine Brücken zufrieden, sonst werde ich sauer. Ich glaube, wir müssen mehr Bauern rekrutieren. Oder, oder, oder? Einen weiteren Bauern rekrutieren, genau. Und zwar der, der hier auch so... Das ist echt süß gemacht, wirklich. Ich muss das mal außerordentlich loben. Das Spiel selber ist schon klasse. Aber diese ganzen kleinen Mini-Einfälle, ja, die das hier auch wirklich komplett, Achso. Jetzt habe ich hier das Feuer drauf. Was ist das eigentlich? Gar nichts, ne? Oh. So. Aber ich habe hier gerade sowieso gesehen, ich habe hier die falschen Sachen drauf. Und rein! Also, jetzt wo der Typ weg ist, ich bin Werber für Fred Bonapartes Armee. Ihr bedeutet Fred wirklich eine... Wie ist die Bezahlung? Was? Ja, das ist gefährlich. Ich will eine Gefahrenzulage. Nun, ich könnte mit Fred sprechen. Natürlich nicht für mich. Für meine Familie. Falls ja, 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 ja. Was soll dieses ganze Gerede vom Tod? Wir werden siegen. Siegen? Ha. Komm zurück, wenn Fred anständig bezahlt. So, jetzt bin ich gespannt. Also, wir müssen jetzt natürlich wieder mit Fred reden. Und dann machen wir diesen hier. Und wie kommen wir jetzt raus? Raus kommen wir über die Leiter. Wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. Wow. Okay, gelernt. Wieder gelernt, wieder gelernt, wieder gelernt. Das ist geil. Das ist wirklich genial. Es ist an der Zeit, mehr Truppen zu rekrutieren. Na schön, ich schreibe einfach noch ein paar Schmusebriefe. Nee. Stell lieber einen Scheck aus. Eine Armee aufzubauen kostet eine Kleinigkeit. Ich habe doch überhaupt kein Geld. Naja, ich hatte diese wirklich wertvolle Sammlermünze. Die von Generation zu Generation vererbt wurde. Wie auch immer, hab sie nicht gesehen, seit ich versuchte, sie einzuschmelzen. Du hast was? Ich brauchte mehr Gewicht für meine Seifenkiste. Hätte eh nichts genützt. Ich habe Haushoch verloren. Was für eine Überraschung. Mal gucken. Wer gewinnt? Keiner gewinnt. Willst du wissen, wer verliert? Der Name Bonaparte.
Ich gebe auf, okay, du gewinnst. Napoleon Bonaparte gewinnt wieder. Ist das der echte Napoleon Bonaparte? Ich meine, der imaginäre echte Napoleon Bonaparte? Ja, ich bin sogar mit ihm verwandt. Man glaubt's kaum. Sei still! Erzähl das bloß nicht überall herum. Eigentlich wollte ich gar nicht. Ich bin nur hier, weil dieser traurige Abklatsch eines Bonaparte ein simples Kriegsspiel gegen einen schwachsinnigen Invaliden verloren hat. Ich habe die Kontrolle übernommen und ich behalte sie, bis ich die Liebe zum Sieg in diesen degenerierten Dreckskerl, der sich einen Bonaparte schimpft, hineingeprügelt habe. Ja, verstehe. Nein, wirklich, Urgroßvater Napoleon. Ich liebe den Sieg wie nichts sonst. Auf der ganzen Welt. Du kannst ruhig gehen, ich schwör's. Dein Zug. Ich verstehe. So, wir müssen natürlich die Münze finden, ja? Ich sehe sie schon. Moment. Das könnte helfen. Mal gucken. Kann mich nicht gut festhalten. Ha! Hey, du hast meine super wertvolle seltene Münze gefunden. Ja. Kann ich sie haben? Von mir aus. Ich habe genug Erinnerungen an meine dämlichen Vorfahren hier rumhängen. Okay. Ist da noch was drin? Nein. Gut, dann haben wir doch Bezahlung. Super. Yeah. Und was ist hier los? Ach so, das sind... Sind die das? Ja, das sind die sogar. Super. Ah, da oben ist noch ein Anhänger. Habe ich gerade gesehen. Ich bin Werber für Fred Bonapartes Armee. Ihr bedeutet Fred wirklich eine... Wie ist die Bezahlung? Sieh dir mal die Münze an, die ich gefunden habe. Geld! So viel Geld! Nun denn, ich ziehe jetzt in die Schlacht, um für einen unfähigen Anführer zu sterben. Heirate einen anständigen Kerl. Du bist schon wieder so negativ. Ich hoffe bloß, sie gibt nicht alles für Seidenmalzeug aus. Da ist sie ganz wild drauf. Einer der Gründe, warum der Tod mich nicht schreckt. Doch genug geredet. Krieg ahoi und all das. Oh mein Gott. So, ey. Habt ihr das gesehen? Ey, das kann doch nicht sein. Ich glaube, den müssen wir erstmal etwas möblieren da drüben. Aua! Ah, Mist, wir brauchen Feuer. So, geh mit drauf. Schade. Aber... Reicht das? Reicht es? Reicht nicht. Au! Na? Jetzt aber. Jetzt aber. Die sind aber auch heftig, ja. Zwei, drei, vier, fünf. Uff. Ach, ihr haut ab. Ich glaube, dagegen haben wir doch was. Nee, da. Gegen abhauen. Haha. So. Jetzt müssen wir aufladen lassen wieder. Ich finde das so schön abwechslungsreich, ehrlich gesagt. Noch eine. Jawohl. Okay, Schnecken. Zeit, unserer Sache zu dienen.
So sei es. Nee, oder? Jetzt kriegen wir eine Schneckenfigur, oder was? Was ist das? Der Krieg ist ausgebrochen. Wir dürfen uns nicht mehr in unsere Häuschen zurückziehen. Immerhin sind wir gepanzerte Krieger. Wir mögen nicht schnell sein, doch wir marschieren auf dem glänzenden Pfad der Rechtschaffenheit, glänzend, den wir selbst aus den Tiefen unserer Herzen erschaffen. Genau. Weise uns den Weg. Wir wollen Löcher in die Blätter von Napoleons Garten fressen. Wow. Jawoll. Also dann, los. Darum kümmern wir uns auch gleich noch. Was ist das hier? Keine Ahnung. Vor allem die Löcher, den glänzenden Pfad, den sie mit ihren Herzen oder aus dem Innern selber erzeugt haben. Logischerweise. So. Wir bauen uns hier alles zu, also wirklich. So, dann gucken wir mal in groß nach. Jawoll. Das ist Napoleons. Hier oben ist was. Was ist das? Mal gucken. Kleiner Moment. Habe ich das übersehen? Ich habe hier was übersehen, wie es scheint. Und zwar hier an der Stelle, ne? Nein. Da habe ich nichts übersehen. Oder? Äpfel, Äpfel. Ach, guck mal, hier können wir Katapulte bauen oder sowas, hä? Moment mal. Halt. Telekinese. Ich habe eine Idee. Schade. Jetzt hätte man hier schön mit Telekinese so ein Ding spannen können, ne? So. Aber da komme ich jetzt nicht groß weiter. Okay, schauen wir mal nochmal. Da ist irgendwas. Hat das was zu sagen? Das ist schon richtig. Was ist das hier? Was ist das? Ah, warte mal. Wir müssen die Brücke. So. Oh. Okay. Wir brauchen dich, denn du musst die Brücke reparieren. Jawohl. Ach, herrje, wer hat meine schöne Brücke kaputt gemacht? Keine Angst, Süße. Gleich bist du wieder so gut wie neu. Das ist so herrlich. Mann, ich bin gut. Na klar. So. Und jetzt kann nämlich dessen unser Freund hier sich mit ihm da auseinandersetzen. So, mach was so. Los geht's. Stier! Ich bring dich um! Ha! Nicht übel, Fred! Wie? Was hab ich getan? Du schlägst dich besser als sonst und ich will kein Spielverderber sein. Aber ich denke, es ist Zeit, dem hier das übliche Ende zu setzen. Oh nein! Bewache die Brücke zur Festung mit deinem Leben! Niemand darf vorbei! Okay, diesmal geht die Brücke aber nicht kaputt. Da, 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 da. Was ist denn das da hinten eigentlich? Das da. Ich guck mal kurz, kleinen Moment mal. Hier gibt's irgendwas zu essen. Und verbrenne. So, einen weiteren Bauern rekrutieren. Ich glaube, das kriegen wir gerade so noch hin. So, ein bisschen Gimmicks noch einsammeln. Na,
So. So, hallo. Hallo? Sorry, ich kann Napoleons Festung nicht stürmen. Bin zu schwach. Oh, na gut. Soll ich einen Arzt rufen? Nein, ich bin nicht krank. Es gibt hier nur kein anständiges Essen in der Gegend. Okay. Ein leerer Bauch marschiert nicht gut. Ich bin ein Elite-Soldat und brauche daher auch Elite-Nahrung. Na schön. Ich gucke mal, ob es hier nicht einen Pizzaservice gibt. Für mich nur das Beste, junger Freund. Ich bin Franzose. Und nur wenn ich französische Köstlichkeiten zu essen bekomme, kann ich etwas anderes stürmen als die nächste Kotztüte. Aha. Okay, der Hinweis war eindeutig. Und dem Hinweis, den werden wir in der nächsten Folge Schneckenspielstein ins Restaurant bewegen, damit der tapfere Ritter eine anständige Mahlzeit bekommt. Genau. Und dementsprechend werden wir in der nächsten Folge genau das tun. Und ich hoffe, ihr seid damit dabei. Würde mich freuen. Euer Firefox.